Guten Abend, hier ist Curitiba, hier ist die Arena Davai Xada, Honduras gegen Ecuador. Das letzte Spiel dieses WM-Tages am 20. Juni. Eine Mannschaft, die das erste Spiel gewonnen hat, ist auf dem Platz und das ist Honduras nach dem überraschenden 4:3 gegen die Mannschaft Frankreichs. Und zunächst sehen wir die beiden Teams, sehen die Spieler aus Honduras, die vor einem ganz großen Moment stehen. Im Falle eines Sieges wäre der Einzug ins Achtelfinale möglich. Das wäre für Honduras ein unglaublicher Erfolg. Ecuador mit einer Auftaktniederlage in Brasilia gegen die Mannschaft der Schweiz braucht heute einen Sieg. Und sollte Ecuador gewinnen, haben wir die Konstellation, dass alle drei Teams drei Punkte haben. Vor wenigen Stunden erst der Sieg der Franzosen gegen die Schweiz in Salvador. Und jetzt also werden die Weichen gestellt, auch für den letzten Spieltag, für vielleicht spannende Spiele dann, wenn es um die Entscheidung geht am 25. Juni mit dem Spiel Schweiz-Honduras und Ecuador-Frankreich. Und wir schauen, was heute passiert und schauen auf die Elf von Honduras. Valladares im Tor hat seinen Kasten dreimal nicht sauber halten können. Dafür gab es vier Torschützen, zweimal Bengtsson, einmal Kostli und einmal Palacios, die allesamt heute in der Startelf stehen. Insgesamt sind beide Teams nicht verändert. Auch Ecuador hat keine Personalveränderung vorgenommen. Trotz 1:3 gegen die Schweiz hält man an dieser Mannschaft fest. Dominguez im Tor von Ecuador, vorne Caicedo und Arroyo. Caicedo war der Torschütze gegen die Schweiz. Ecuador in Blau. Vorne rechts allerdings in dieses für diese Gruppe und für die gesamte WM sehr spannendes Spiel. Denn es gibt eigentlich nur die Entscheidung, Überraschung oder Spannung am letzten Spieltag. Spannung, wenn Ecuador gewinnt, Überraschung, wenn Honduras gewinnt. Das ist Ayobi für Caicedo. Valladares gegen Frankreich. Wie erwähnt, trotz drei Gegentoren hat die Mannschaft drei Punkte geholt. Dabei für Bengtsson. Der wird natürlich vorne gesucht. Und das ist Dominguez im Tor Ecuadors, das heute unter Zugzwang steht. Das wäre normalerweise ein Selbstgänger, sollte man meinen, vor dieser WM. Da hat man sicherlich Honduras kaum etwas zugetraut. Aber durch diesen Dreier gegen Frankreich traut man ihn auf einmal durchaus das Achtelfinale zu. Für die Mannschaft ja erst die dritte Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft nach 6 Spielen ohne Sieg. Arroyo. Aber immerhin zum zweiten Mal in Folge dabei. 2010 hat Honduras in der Gruppe des späteren Weltmeisters gespielt, ebenfalls mit der Schweiz und Chile. Dort mit 2 Niederlagen und einem Unentschieden ausgeschieden. 1982 in Spanien sogar 2 Unentschieden geschafft. Insgesamt erst 2 Tore vor dieser WM erzielt, haben also mal eben 4 oben drauf gesetzt im ersten Spiel. Peralta. Aber natürlich ist die Frage, schafft Honduras es, diese Leistung zu halten? Wenn sie das heute zeigen können, dann sind sie eine Mannschaft, der hier durchaus einiges zuzutrauen ist. Ayobi. Montero, durchaus eine WM der kleinen Mannschaften. Honduras, Costa Rica, Kamerun haben bislang, denke ich, die großen Momente bei dieser WM erzeugt. Kamerun mit dem Sieg in Manaus gegen Kroatien. Und Costa Rica durch diese beiden starken Auftritte, die ja auch erst heute gespielt haben gegen Italien in Recife. Valencia mal mit etwas mehr Platz. Flanke kommt nicht an bei Caicedo oder Ayoro. Garcia.
Abseitsstellung war richtig gesehen, wenn wir uns auf die Linien verlassen. Darauf, dass diese Linien gerade gezogen sind, dann war das richtig gesehen. Freistoß für Eraso. Kostli angespielt, schneller als Ayovi. Und dann macht das Ecuadors Verteidiger gut, indem er Kostli abdrängt und ihn nicht nach vorne laufen lässt. Hat ja auch immerhin ein Tor gemacht gegen Frankreich. Erscheint immer etwas absurd, dieses Spiel, das wir in Porto Alegre gesehen haben. 82 mit Nordirland, Spanien und Jugoslawien in einer Gruppe. Und das Unentschieden tatsächlich damals bei der WM gegen Spanien. Und auch danach gegen Nordirland. Gruppensieger damals die Mannschaft Nordirlands. Kostli kriegt die zweite Möglichkeit, aber keine Probe für Dominguez. Damals hat die Mannschaft Honduras es am letzten Spieltag verpasst mit der Niederlage gegen Jugoslawien in Saragossa. Kostli. Claras. Isaguirre. Ja, Arroyo, der Ball kommt gut an für Arroyo, kann sich am Ende nicht durchsetzen im Strafraum Honduras. Montero. Noboa. Gute Flanke für Arroyo. Wieder hat Valladares aufgepasst. Der sehr aufmerksame Stoßmann im Tor Honduras. Noboa. Caicedo angespielt. Und wieder hat Valladares aufgepasst. Und hat diesen Ball abgefangen. Für Bengtsson. Kommt dann Garcia für Espinosa. Erste Tormöglichkeit für Honduras nach etwas mehr als einer halben Stunde. Espinosa scheitert an Dominguez. Eckstoß für Kostli. Figueroa verpasst. Garcia versucht es direkt. Nochmal Garcia. Und Valencia hat aufgepasst, der Mann von Manchester United. Noboa, nächste Unsicherheit. Carlos. Mit Freistoß für Honduras. Handspiel wurde gesehen und das macht Figueroa. Nicht direkt. Klaus. Also erste kleinere Torannäherung der Mannschaft aus Honduras. Aber eine durchaus große Chance davor für Espinosa. Ayuri. Castillo.
Canales. Arroyo. Ecuador. Bei der letzten Teilnahme im Achtelfinale, das war bei der WM in Deutschland als Gruppenzweiter der deutschen Gruppe. 2010 haben sie gefehlt und haben es in diesem Jahr geschafft, bei dieser WM wieder dabei zu sein. Sind allerdings in diesem Turnier momentan noch nicht wirklich drin. Hatten einen Anfang, der Hoffnung machte mit der Führung gegen die Schweiz. Und haben es danach nicht geschafft, diese Leistung zu halten. Costly! Dominguez gerade eben noch entschärft. Und das war auch die letzte Aktion dieser ersten Halbzeit. 0:0 zwischen Honduras und Ecuador. Weiter wartet Curitiba auf das erste Tor bei dieser WM. Hier haben bereits sich die Mannschaften Nigerias und aus dem Iran 0:0 getrennt. Das war der Endstand. Wir sind zuversichtlich, dass es heute noch klappt mit einem Tor. Honduras mit Ausrufezeichen will ins Achtelfinale und kann das ja heute Abend bereits relativ klar machen. Und wir sind dann zurück zur zweiten Halbzeit hier in Curitiba in der Arena. Dabei Xada mit der zweiten Halbzeit. Honduras gegen Ecuador. Bis gleich.